Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knack. Und ja, beim letzten Part ist ja dann doch ein bisschen was kaputt gegangen, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, aber es müssten nur so 4 Minuten gewesen sein oder so. Solange das so bleibt und der Rest für mich noch wiederherstellbar ist, wird das Let's Play natürlich fortgesetzt und ja, dann sind wir einfach mal hier in der Fabrik, würde ich sagen, ne? Und ich habe mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, das Spiel heute Abend durchzubringen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Turbulenzen ich da noch bekommen werde und ob dann eventuell noch ein bisschen mehr... ja, falsch läuft bei diesem Spiel, was ja schon so einiges falsch gelaufen ist, aber naja, ich hoffe einfach mal das Beste und möchte dem Spiel jetzt hier die Möglichkeit geben, mich komplett, ja, mich es komplett durchletzplayen zu lassen. So, wir sitzen jetzt ja auch schon lange genug daran. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind noch 2 Tage hin, dann ist das Spiel einen Monat draußen. Da am Anfang hatten wir halt das HDCP-Problem und dann immer wieder... ja, die Schwierigkeiten mit defekten Aufnahmen und so weiter und so fort. Aber ich werde jetzt alles dran setzen, das Ding heute einmal durchzuspielen. Und wie gesagt, wenn dann die Aufnahme nicht klappen sollte, dann werde ich es die nächsten Tage irgendwann nochmal versuchen durchzuspielen. Dann bin ich mit beiden Spielständen durch. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann könnt ihr leider den Rest nicht mehr sehen, denn ich habe keine Lust, das Spiel noch ein drittes Mal durchzuspielen. Das scheint eine Art Fabrik für Waffenteile zu sein. So scheint es ja. Gehen wir da mal durch. Und Hebel bringt das Ding hier nach unten. Okay. Und auch wieder nach oben. Ich verstehe. Oh. Da sind wir kaputt. Was ich aber ganz vergessen habe, das werde ich natürlich erst noch machen, ist, ich habe ein bisschen was mit der App gemacht. Gibt ja auch eine Knack-App, auch wenn das unbedingt dieses Spiel jetzt nicht unbedingt verdient hätte, sage ich mal. Gibt aber jetzt mittlerweile für jedes Spiel eine App. Also gut, da habe ich schon 2 von diesen Sonnenstein-Relikten gesammelt und auch einige Teile, aber ich glaube, die meisten Teile davon haben wir auch schon. Aber das wollte ich einfach mal im Let's Play holen, weil alle anderen Teile, die ich gefunden habe, sind, glaube ich, noch 6 oder 7 Stück. Jeweils von allen Objekten, die es so gibt im Spiel 1, aber ich habe die alle schon gehabt. Das heißt, man sollte vielleicht zuerst die Sachen von der App aufs Spiel hochladen und dann das Spiel spielen, denn dann kann man die ja nicht mehr doppelt haben. Aber ich habe leider erst zu spät entdeckt, dass es diese App gibt und deswegen, na, müssen wir das leider so rum machen. Okay. Wir werden da vorne die nächsten Mechanismen mal in Gang setzen. Nein! So. Soweit, so gut. Sehr schön. So, guten Tag, Kumpels. Tschüss, Kumpels. Und hier sind noch mehr Teile. Wie geht dieser komische Teilfinder da oben? Der bringt uns eigentlich gar nichts, weil alle Teile, die ich bislang durch den gefunden habe, hätte ich auch so gefunden. Aber naja, immerhin haben wir da mal im Let's Play ja, ein Objekt vollständig. Wir sind wieder Pflichtteile, das heißt wohl wieder Zwischensequenz, oder? Ah. Jetzt auch als Metallmensch unterwegs. Cool. Und die werden gefilmt. Jetzt sehen wir aber irgendwie mehr nach Kobold aus als vorher. Sieht gut aus, Mann. Mit den Hörnern da oben sehen wir den Ohren, oder was das darstellen soll, sehen wir doch ziemlich koboldig aus. Oh. Hahaha. Also, hier sind wieder die versteckten Türen nicht ganz so offensichtlich, wie sie eigentlich im ganzen Spiel hätten sein müssen, weil nur so hätten auch diese ganzen Finder einen Sinn gemacht, aber naja. Vorsicht, Mann. Der Magnet löst alle Metallteile ab, die du gerade aufgesammelt hast. Ja. Da müssen wir wohl durch. Okay, das ist also die Möglichkeit, wie wir das Metall wieder verlieren können. Gibt ja immer in jedem Level eine Möglichkeit, Teile zu verlieren. Und wenn wir den Magneten ausschalten, so wie hier, dann kriegen wir die Teile auch wieder zurück. Oh, aber leider müssen wir dafür erstmal den hier besiegen. Und dann geben wir uns mal die Teilchen zurück. Jetzt...
Bringt es wirklich Teilchen zu sagen, weil es sind ja nicht nur Relikte, die wir hier an uns haben, sondern gleichzeitig auch noch Metall. Das muss jetzt Relikte und metallene Stücke sagen, deswegen Teilchen ist da, denke ich mal, der richtige Ausdruck dann. So, warte, das ist ein Objekt. Zeig es mir. Oh, es ist so ein weiterer Rubin oder was das ist. Ein Amethyst. Haben wir jetzt 3 von. Fehlen uns noch 17, genauso wie von den Sonnenstein-Fragmenten da. Okay. Professor, wir fahren mal runter, ne? Mehr Waffenteile. Wir brauchen ein besseres Ziel. Bei diesem Gebäude hier werden wir nicht viel erreichen können. Ja, da hat Neck wohl ein scheiß Gebäude ausgesucht, was? Okay, hier können wir eventuell oder höchstwahrscheinlich noch Teile holen. Wenn wir jetzt nicht genug hätten. Haben wir aber, also schmeißen wir hier mal die ganzen Metallteile rein. Und das macht jetzt eine Konserve draus, oder was? Ah, wir müssen Wert holen. Mache ich natürlich gern. Und das schmeißen wir dann auch noch alles rein. Jetzt sollten wir aber genug haben, was? Sieht so aus. Okay, aus den Teilen wurde ein Block gemacht und jetzt können wir mit dem Fließband hier durch. Ach, die werden in diesen Block reingetan, die Teile, das habe ich eben gesehen. Okay, damit werden die wahrscheinlich eingeschmolzen oder so weiter. Und werden die wohl gebrauchbar? Nein! Leck mich! Toll. Da bin ich genau in der richtigen Sekunde drauf gesprungen. Ach nö, jetzt müssen wir die Scheiße hier nochmal machen. Kotz. Das ist wieder so ein vollkommen unnötiger Speicherpunkt. Den hätte man auch direkt hinter der Tür machen können. Weil das ist wieder nur elendige Zeitstreckung hier. Dass man jetzt jedes Mal wieder neu diesen Tank da befüllen muss. So. Dann noch einmal Teilchen für uns. Und dann durch da. So, der Professor scheint wohl nicht mitzukommen. Oder das Ding bleibt jetzt offen. Was aber keinen Sinn machen würde. Das würde ja bedeuten, dass das der erste Block ist, der hier im ganzen Leben durchgefahren ist. Aber wir hätten uns die Teilchen gar nicht nochmal holen müssen, sehe ich gerade. Ja, der Professor ist tatsächlich mitgekommen. Na dann. So. Wunderbar. Okay, durchaus ein Problem. Durchaus ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dir hinkommen soll. Och, und jetzt sind wir immer noch hier. Alter, das ist doch... Das ist tatsächlich der beschissenste, verkackteste Checkpoint, den ich im gesamten Spiel bislang hatte. Und die waren alle beschissen. Naja, nicht alle, aber 90% davon waren beschissen. Aber der hier toppt ja wohl alle. Also da kommt so eine mega fiese Stelle. Und ewig viel. Und jedes Mal müssen wir hier vorne wieder ewig rumlaufen und warten, bis unsere Teilchen da reingesaugt werden. Dann können wir uns wieder 3 Stunden nicht bewegen. Dann müssen wir warten, bis der hier 50 Stunden braucht, bis er diesen Kackblock erstellt hat. Dann muss der Block hier ganz langsam rausfahren und das Fließband fährt ganz langsam nach vorne. Boah, ist das eine Scheiße. 30 Stunden später fällt der Block dann irgendwann hier runter in die Schlucht. Und da hätte man auch genauso gut hier den Checkpoint machen können. Nämlich genau hier, wo das Tor hinter uns zugeht. Aber nein. Ah. Einmal haben wir doch den hier nochmal gefunden. Ein verwandter Teil. Können wir hier nochmal hochhüpfen. Die
ich ja hier platt mache. Und weiter geht's. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt keine Möglichkeit, wie ich die Viecher da vorne platt machen soll, außer unsere Kreisdreieck-Attacke. Also das ist die einzige Möglichkeit, die mir hier einfällt, die Viecher platt zu machen. Jetzt rein da mit dem Altmetall. Dann müssen wir uns nochmal Altmetall holen. Oh. Oder auch nicht. Dann ist ja gut. Extrem viel Sonnensteine. Könnten uns doch eventuell helfen, unsere Supermoves hier durchgehend einzusetzen. Aber auch das wird in diesem Spiel wahrscheinlich nicht möglich sein. So, hier werden Teile drin sein, wenn wir unser Detektor ausschlägt. Jawohl. Relikte. So. Das hier einmal hergeben. Leck mich! So, was ist hier drin? Noch mehr Relikte, toll. Vielen Dank dafür. Jawoll! Und direkt down. Scheiß drauf, wie groß wir sind, wir werden eh immer one-hitted oder wir halten eh maximal zwei Schläge aus. Und down. One-hit. Und wieder Sonnensteine sammeln und wieder dahin rennen. Und one-hit. Und wieder Sonnenstein sammeln. Und wieder hinrennen. Nein, das überlebt er natürlich. Ich dachte schon, jetzt macht er wieder einen One-Hit. Das haben wir jetzt zumindest überlebt. Aber das macht die Stelle da hinten, wo wir jetzt hinkommen, auch nicht einfacher. So. Okay. Dann haben wir die hier wieder mit. So, das lief jetzt alles ein ganz klein wenig besser. Der hat auch Relikte auf seinem Rücken. Also wieder Zwangsrelikte. Also wieder Zwischensequenz. So, was machen die denn hier? Eine gute Frage. Vorher nehmen wir aber die Sonnensteine hier mit, bevor wir das klären. Dann Schalter drücken und los geht's. Auf Wiedersehen. Noch mehr Sonnensteine mitnehmen. Und auch hier. Toll. 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 Guten Tag. Wir kommen der Sache näher. Sie scheinen aus den Teilen wohl Panzer und andere Waffen zu bauen. Na dann holen wir uns hier die Pflichtteile und springen in den Metallhaufen. Doch hier gigantöse Freunde. Oh, ihr seid ja gar nicht so gigantös, das bin ja eher ich. Wohl gleich wohl nicht mehr, wenn ich so weitermache. Alle da rein. Reicht es aus oder reicht es nicht aus? Reicht. Sehr schön. Okay. Das
Wäre auch so einfach gewesen, dafür, dass man hier so ein großes Magnetfeld macht, dass jetzt direkt die Tür aufgeht. So. Gab es irgendwo noch einen geheimen Gang? Ich denke, man machen die nicht in so einem Kampfareal, weil da kann es natürlich sein, dass man da aus Zufall schon gegenkloppt. Da kann man sich ja eventuell auch diesen Magnetfeldern hier entziehen. Ja, Magnete. Da oben können wir wohl noch nicht lang. Ich werde erstmal den Hebel hier ausmachen. Selber auf der anderen Seite. Oh oh. So. Dann machen wir hier noch einen Hebel und dann können wir da oben jetzt auch in Ruhe kämpfen. Nachdem die ganzen Magneten da aus sind. Ich merke gerade, ich habe zwar den Timer hier vor mir liegen, aber nicht angemacht. Das ist natürlich auch sehr schlau. Aber ich kann ja immer noch auf die Uhr achten. Damit ich dann rechtzeitig beende. Ich hoffe, ich achte da auch auf genug drauf. Na gut, die waren nicht voll mit Teilchen, dann wird das wohl auch nicht reichen. Nee, reicht noch nicht mal halb. Sieht so aus, als hätten wir hier eh zweimal laufen müssen. So, jetzt wird es aber ausreichen. Einer mit dem ganzen Schund. Und reicht es? Jawohl! Wir scheinen aus der Fabrik da rauszukommen. Das heißt, wir waren hier wohl nicht so wirklich richtig. Haben wir ja aber auch schon gesagt vom Professor. Oder hat der Professor uns schon gesagt. Da vorne wird es mir nochmal durchgehen. Jawohl. Was bringst du ins Kistchen? Ein Teil. Ah, das Geheimnisdetektorteil. Zwei Stück brauchen wir davon noch. Ob wir das noch zusammenbekommen werden, weiß ich natürlich nicht. Ist ja wie gesagt Glückssache. Kann auch sein, dass wir jetzt noch Teile für Superneck-Formen bekommen. Das sind gar keine Zwangsteile, sondern aus Zwangsteilkiste. Aber die war doch ganz zu. Ja, toll. Ja, toll. 15 Mal daneben geschlagen und dann one-hitted. Na gut, one-hit war es nicht, ich zweimal getroffen, aber trotzdem. Trotzdem 15 Mal daneben gekloppt. So, und hier sollte ich nochmal das hier verwenden. Damit wir mit dem Sonnenstein hier auch was anfangen können. Na, Professor, kommst du nach? Hier noch was? Nö. Das da vorne sind aber Zwangsteile. Da liegen ja schon welche draußen. Das heißt Zwischensequenz. Hallo, Doktor. Charlotte! Unmöglich. Du meinst, weil ich lebe, obwohl du abgehauen bist? Moment, was? Als ich damals in die Kluft gestürzt war, fanden mich Kobolde und brachten mich zu ihrem Häuptling Gundahar. Er pflegte mich wieder gesund. Tja, fast jedenfalls. Dieses Bein ist nie vollständig verheilt. Charlotte, ich habe dich wochenlang gesucht. Wenn ich dich nicht gefunden habe, dann weil du weg warst. Das behauptest du. Es ist wahr. Und... was ist das alles hier? Gundahar brauchte meine Hilfe und ich hab ihm geholfen. Zuerst baute ich bessere Waffen und Rüstungen, damit er sich gegen Koboldstämme wehren konnte, die sich gegen ihn stellten. Später dann baute ich andere Dinge. Er setzt die Waffen, die du ihm baust, auch gegen unsere Siedlungen ein. Das weiß ich jetzt. Ich schätze, Gundahar hatte seine Feinde bei den Kobolden erledigt und dann einen Weg gesucht, sich an den Menschen zu rächen für die Kristallkriege. Als ich es erfuhr, hörte ich sofort auf. Charlotte, das alles tut mir unendlich leid. Aber was auch passiert ist,
Jetzt sind wir wieder zusammen. Bitte, uns bleibt nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Nein. Was? Wieso nicht? Durch mein Handeln ist zu viel Leid und Zerstörung entstanden. Ich fürchte, ich kann nicht mehr unter den Menschen leben. Sei doch nicht albern! Nein! Verstehe. Falls du es dir jemals anders überlegst, bitte, melde dich. Ganz egal, wo ich bin, ich komme dich holen. Das verspreche ich. Leb wohl, Doktor. Eine unliebsame Überraschung. Toll, was wir nehmen uns in der Szene und weggefahren. Naja, das Spiel macht storymäßig einfach extrem viel falsch. Da hätte man viel mehr draus machen können, als man draus gemacht hat, aber naja. Gut. Nochmal riesig werden, oder was? Oh ja. Da ist so viel Metall, theoretisch könnten wir noch 18 mal so groß werden, aber nein, das Spiel sagt, das reicht jetzt. Tachien und kaum sind wir riesig, schon kommen natürlich auch wieder riesige Roboter als Gegner. War ja irgendwie klar. Dann werden wir wieder nochmal größer. Oh. Sie sollten lieber zurückbleiben, sonst werden sie noch gegrillt. Noch besser? Wir treffen uns dort auf diesem Hügel. Ich schätze, dort finden wir auch Gandahar. Ein Stromschlag wäre wirklich ein passendes Ende. Sie liebt mich einfach nicht mehr. Also, ich bin kein Mensch. Aber ich glaube, es ist etwas komplizierter. Jetzt gehen Sie lieber ein Stück von mir weg, bevor das Feuerwerk beginnt. Okay, okay, okay. Ich gehe ja schon. Gehen Sie schon? Nur kein Mitleid. Sie war ja nur die Liebe meines Lebens. Jawohl, so war's. Okay. Meinst du, wir würden uns jetzt mal ein ganz klein wenig Sonnenstein weggeben, wenn ich das gewusst hätte? Dann wäre ich damit nicht so sparsam umgegangen, aber naja. Kann man ja nicht ahnen. Magnetfelder, wie es aussieht, ne? Naja, holen wir uns das Ding hier. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Verwandler. Also ein einziges Verwandlerteil. 5 von 6 haben wir. Ja, das war's dann mit unseren Teilen. Und dann werden wir natürlich direkt gewone-hitted. Was auch sonst. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Sie werden kleiner und größer. Das heißt, ich sollte im richtigen Moment durchgehen. Dann werde ich... Dann wird mir auch nichts abgezogen. So, das wäre schon ein bisschen besser jetzt. Kaputt, aber theoretisch brauche ich davon nichts, denn wir sind noch ziemlich groß. Super, da vorne müssen wir alle Teile verlieren, oder was? Tag. Was? Alter, den habe ich 5-mal getroffen, aber nein, ich bin ja unverwundbar, wenn ich meine Attacke mache. Was zwar überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich bin es einfach. Nein! Haben wir doch die Teile von der Reihe, Alter. Die kriegen wir hier wieder. Oh, ja, jetzt haben wir eh genug davon. Also einmal einsammeln, einsetzen.
natürlich. Dann Teile loswerden. Weil sie wahrscheinlich weiterhin so einen Stein Maggie und Mast geben wird. Einfach nochmal einsetzen. Also wieder Zwangsteile. Also nehmen wir die mit. Bring du uns mal um. Oh Gott, er lebt immer noch. Nein!